Kommt mit mir auf das Elefantentreffen, dem wohl berühmt-berüchtigsten Motorradtreffen Europas. So, servus Leute. Heute ist der 27. Januar, kurz nach 16 Uhr. Bin jetzt hier zu Hause noch und es hat minus 2 Grad. Schneit den ganzen Tag schon etwas. Ja, was macht man bei so einem Wetter mit dem Motorrad? Natürlich zum Elefantentreffen fahren. Das wohl verrückteste Motorradtreffen der Welt. Für mich der erste Einsatz dort. Ich bin gespannt, was abgeht. Aber jetzt erstmal heil hinkommen. 300 Kilometer, circa 3 Stunden Anfahrt. Und dann 2 Tage hoffentlich richtig Gaudi machen. Bin warm eingepackt, hab 6 Lagen an. Funktionsunterwäsche, T-Shirt, Pulli, Regenjacke, Motorradjacke und Motorradregenkombi. Mir ist heiß, ich schwitze. Ich kann mich kaum noch bewegen, allein den Helm zuzumachen. Ist schon anstrengend. Aber jetzt ab aufs Bike, für Fahrtwind sorgen und dann ab geht's. Die Wärme, die ich von zu Hause mitgebracht habe, verfliegt bei diesen Witterungsverhältnissen recht schnell. Und so fängt auf dem Weg ein Körperteil nach dem anderen zu frieren an. Auch meine GoPro macht die Kälte sofort zu schaffen. Sie liefert nur noch Standbilder anstatt Videos. Ich habe die Bilder trotzdem reingepackt, damit keiner auf die Idee kommt, ich wäre mit Auto und Hänger rübergefahren. So Leute, dem Erfrierungstod nahe. Nach 150 Kilometer habe ich jetzt hier mal einen kurzen Rast gemacht. Habe ein warmes Tankstellen-Panini gegessen. War verdammt geil. 2 Cappuccino reingepresst. Und ein bisschen aufgewärmt, 10 Minuten. Jetzt geht's weiter. Circa 100 Kilometer noch bis zum Elefantentreffen. Die ziehe ich jetzt durch. Es ist eiskalt, dunkel, Eisregen. Ja, optimale Bike-Bedingungen. Nach 300 Kilometern mit nur einem Tankstopp habe ich es dann geschafft. Ich komme im Bayerischen Wald im Hexenkessel von Loh an. Und schon in den ersten paar Minuten hier wird klar, das wird ein legendäres Wochenende. Jo, geschafft, Höllenritt. Geil, hier geht's ab, Leute. Oh, okay, gut. Hier treffe ich meinen Kumpel Nico, der schon mit 4 weiteren Mann einen Lagerplatz aufgeschlagen hat. Ich folge meinem Kumpel vom Motorsportverein Tannhausen auf recht passablen Wegen zum Zeltplatz. Nachdem ich erstmal realisieren musste, auf was für einer verrückten Veranstaltung ich angekommen bin, baue ich ziemlich schnell mein Zelt auf. Die Hütte steht! Und jetzt schauen wir mal, was hier so abgeht heute noch. Die zerschießen hier gerade ein Moped nach dem anderen. Hier ist was los. Ja, jetzt geht's zum Holz holen. Aber die Karre will noch nicht so richtig. Minusgrade machen den Moped zu schaffen. Ja, bei minus 3 Grad muss der Kickstart der Dominator schon mal etwas öfter runtergedrückt werden. Gute 5 Minuten später läuft die Kiste dann und wir fahren wieder Richtung Eingang. Hier kann man Holz und Stroh kaufen. Hier, was hat das jetzt gekostet? 5 Euro. Ja, also, ein Päckle. Billiger gibt es nirgendwo Holz. Wir kämpfen uns durch eine Horde gut gelaunter Biker zurück zu unserem Platz, wo wir das Holz ablegen. Wie jede Gruppe auf dem Elefantentreffen entfachen auch wir ein Lagerfeuer und die Party geht erst so richtig los. Auch dass uns Frau Holle hier noch einschneit, macht die Gaudi umso größer. Denn beim Elefantentreffen geht es schließlich darum, nur die härtesten Biker aus ganz Europa zu versammeln. Und das geht natürlich nur bei extremen Witterungsverhältnissen. Die Anreise ist übrigens nur mit einem Motorrad und Zelt erlaubt.
In diesem Jahr gehörten zur Biker-Elite 2645 Teilnehmer aus ganz Europa, die sie hergeschafft haben. Mit den verrücktesten Motorrädern kamen sie bis von Weißrussland, um hier in gleichgesinnter Gesellschaft ein Wochenende zu verbringen. Feuerwerkskörper, schießende Auspuffanlagen, auffallende Motoren, das alles können die Veranstalter nicht wirklich leiden. Doch mir zaubert gerade das immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Hier geht's ab. Also die Anreisestrapazen haben sich jetzt schon rentiert, ey. Wenn man hier ein bisschen durch die Gegend läuft. Da einer nach dem anderen dreht sein Moped bis ans Maximum. Das Raketen gehen hoch, Knaller, jeder hat ein Lagerfeuer am Start. Egal wo man hinkommt, man wird eingeladen auf ein Bier oder einen Schnaps. Es ist einfach nur mega witzig. Und vor allem, klar, die kommen von überall her. Also meine Zeltnachbarn sind aus Verona. Die haben einfach mal 700 oder 600 Kilometer Anreise gehabt über den Brenner, minus 6 Grad. Und was habe ich sonst noch gesehen? Irland, Schottland, Litauen, Kroatien habe ich angesehen. Also absoluter Wahnsinn, ey. Richtig, richtig witzig. Und vor allem ist ja riesig. Haben wir nie so groß vorgestellt, ey. Zu späterer Stunde wird das Treiben immer noch verrückter. Der ein oder andere Teilnehmer will testen, ob er sein Moped noch über die eingeschneite und gefrorene Fahrbahn manövrieren kann. Relativ problemlos schaffen das aber nur noch die Elefanten mit Gespann. Müssen wir dir helfen? Ja, vielleicht. Gegen Mitternacht wurden wir dann noch eingeladen, in einen Beiwagen mitzufahren. Wenn das jetzt zwei gut funktioniert, dann kann ich mich gespannt. Hat der Rückwärtsgang, ich verrecke. Aber du bist der Beste, du kriegst es hin. Im Beiwagen liegend übers Festivalgelände zu driften, war schon eine Mordsgaudi. Ist das geil, oder? Hört auf, oder? Ja. Ja, das ist eigentlich einer mit. Spannend, Alter, was da Allradtasche. So, das war das Wort zum Samstag. Wir lassen den lustigen Abend noch ein bisschen am Lagerfeuer ausklingen, bevor wir uns ins kalte Zelt legen. So, guten Morgen, Leute. Die erste Nacht ist vorbei. Ich habe zwei dicke Schlafsäcke. Es war mollig warm. Ich muss echt sagen, auf dem gesamten Elefantentreffen habe ich kein einziges Mal gefroren. Zum Schlafen habe ich zwei 0 Grad Komfort-Schlafsäcke ineinander gesteckt. Das hat schon gut aufgeheizt. So hat es mich auch nicht gekümmert, dass ich schon am Anfang der Nacht wegen der Hanglage von der Isomatte runter auf den eiskalten Boden gerutscht bin. So, da oben ist mein Zelt. Leider keinen besseren Platz mehr gefunden gestern bei Nacht. Aber die Reihe wird jetzt dann frei. Dann ziehen wir runter an den Weg. Meine Faust drauf. Auch wenn es mich hier nicht gefroren hat, die An- und Abreise war definitiv frostig, aber hat sich auf jeden Fall rentiert. Beim Elefantentreffen gibt es ein Sprichwort: einmal Elefant, immer Elefant. Soll heißen, wer einmal hierher kommt, kommt entweder nie wieder oder immer wieder.
Und ich gehöre definitiv zu Letzteren. Für mich stand schon nach dem ersten Abend fest, hier komme ich nächstes Jahr wieder her. Der Hexenkessel von Loh ist dafür eine geniale Location. Er diente schon zum 33. Mal für die Austragung dieses verrückten Treffens. Hier links im Bild am Boden des Kessels befindet sich im Sommer eine Stockcar-Rennstrecke. Später werden dort von den Veranstaltern noch ein paar Preise verliehen. Doch zuvor mache ich mich hier am frühen Morgen auf einen kleinen Spaziergang und schaue, was es alles zu sehen gibt. Das Treiben hier könnte ich stundenlang beobachten. Nach und nach schlüpft ein Elefant nach dem anderen aus dem Zelt und versucht sich zu organisieren. So werden leere Bierflaschen gegen volle getauscht und neues Holz besorgt. Doch leider verlassen am Samstagmorgen auch schon viele Besucher das Treffen. Denn obwohl die Veranstaltung nach offiziellen Angaben nur von Freitag bis Sonntag geht, sind viele schon am Montag oder Dienstag angereist. Und diejenigen, die eine weite Heimreise vor sich haben, nutzen Samstag und Sonntag dafür. Auch dass die kommende Nacht bis zu minus 9 Grad kalt werden soll, veranlasst einige dazu, früher abzureisen. Wobei man schon sagen muss, frühere Elefantentreffen waren natürlich deutlich kälter und es lag einiges mehr Schnee. Und genau dafür sind die Biker hier auch ausgerüstet. Wie dieser coole Typ auf der Afrika Twin. Also die Straßen sind mit dem normalen Motorrad fast nicht mehr befahrbar. Bin echt froh, dass gestern, wo ich angekommen bin, noch kein Schnee lag und es nicht alles vereist war. Jetzt ist hier fast kein Durchkommen mehr. Hier mit Beiwagen. Also haufenweise Italiener sind hier. So nach den Deutschen die meistvertretenste Nation, hätte ich gesagt. Habe ich noch gesehen, Litauen, Belgien, Tschechien, Slowakei, Irland. Das ist mal eine lange Anreise. Wenn wir mit unseren Zelten den Hang nach unten rutschen, versuchen die anderen mit allen Mitteln ihre Bikes anzubekommen. Das Problem steht uns erst am nächsten Tag noch bevor. Wir nutzen das restliche Brennholz, um erstmal ein Bier aufzutauen und lehnen uns entspannt zurück, um die Abreisenden dabei zu beobachten, wie sie sich den vereisten Hang hinunterkämpfen. Alter, 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 Alter. Einfach rollen, Alter. Oh, der wird immer schneller. Einfach rollen, Alter. Ja, hörst du ein bisschen her? Kurva, Kurva, Kurva. Aber der kommt unten runter mit den Beinen. Gar kein Problem. Zum Schutz gegen den kalten Fahrtwind sind einige besonders einfallsreich. Hey, wir haben es gerade mal 10 am Vormittag. Hier geht's ab. Komischerweise heute am Samstag, wo das Treffen eigentlich erst richtig losgeht, reisen die meisten schon ab, weil die am Dienstag schon gekommen sind. Eine Gaudi. Man schiebt sich hier gegenseitig runter, hilft sich, die Kern anzubringen. Also, auf einen geilen Tag heute. So Leute, Holz besorgt, wir wollen jetzt Weißwurst warm machen. Auf dem Elefantentreffen ist großteils Selbstverpflegung angesagt. Es gibt zwar einen Imbiss mit kleineren Snacks und Getränken, aber wer eine richtige Mahlzeit bevorzugt, der muss sie selbst zubereiten.
Bei uns gibt's heute zum Frühstück und Mittagessen Weißwurst. Wasser und Feuerholz kann man sich auf dem Gelände besorgen. Alles andere muss man selbst mitbringen. So, mit dem Weißwurst geht's langsam voran. Wasser kocht gleich. Geil, geile Stimmung hier. So, sieht doch schon ganz gut aus. Nach der Stärkung werden die Zelte inklusive Unterlegplanen vom Hang oben nach unten befördert. Das bringt die Kumpels vom Tannhausener Motorradverein natürlich auf eine Idee. So ganz heil überstanden Zelt und Planen diese Aktion natürlich nicht. Aber egal, man ist schließlich hier, um Spaß zu haben. So, genug Blödsinn gemacht. Wir machen uns auf den Weg und erkundschaften die Gegend. So, langsam wird es hier. Sitzheizung. Ah, geil. Hart, weich oder flüssig? Eier. Auf den Stuhl darf nur sitzen, der schon mindestens zwei Kinder gemacht hat. Hab ich meiner lieben Tod noch nicht gesehen. Ich da sagen, gut Biker, Attacke! Wir greifen an! Wir sind immer draußen unterwegs! Hey. So muss es sein! Aber Diri! So langsam aber sicher verschiebt sich das Geschehen in Richtung Kesselboden. Hier werden Preise verliehen für die weiteste Anreise, die jüngsten und ältesten Teilnehmer sowie den schönsten Eigenbau. Letzteren gewann dieser verrückte Engländer namens Mickey Wilding. Man kann es kaum glauben, aber mit diesem selbst zusammengebauten dreirädrigen Bike mit Reliant-Motor fuhr der Waleser 1800 Kilometer bis zum Elefantentreffen. Dafür brauchte er 4 Tage. Auf der halb zugefrorenen Stockkarrenstrecke kann noch mal jeder sein Bike testen. Zum Abendessen zaubern wir uns ein Menü aus Gulaschsuppe und scharfe Gulaschsuppe. Jawohl, Elefantentreffen läuft. Wir haben jetzt gerade hier Gulasch gegessen.
Und jetzt werden wir noch mal ein bisschen durch die Gegend laufen. Schauen, was hier so abgeht. Die Leute sind alle richtig cool drauf. Egal, wie man trifft, ey, man hat immer was zu lachen. Jeder ist irgendwie einfach gechillt. Ey. Das ist richtig cool hier. Alle irgendwie vom gleichen Schlag und macht Spaß. Ich bin nächstes Jahr auf jeden Fall wieder dabei. Den restlichen Abend war die Kameraführung etwas wackelig. Deswegen sind das die letzten Bilder von dieser Nacht. So, guten Morgen. Heute Nacht haben wir es minus 7 Grad. War aber kuschelig warm im Zelt mit zwei Schlafsäcken. Strohunterlage gestern noch besorgt. War auf jeden Fall deutlich angenehmer wie gestern am Hang. Am frühen Sonntagmorgen brechen dann auch die restlichen der knapp 2700 Übernachtungsgäste hier auf. Natürlich vorausgesetzt, die Karre springt erstmal an. Was mir übrigens aufgefallen ist beim Elefantentreffen, das Durchschnittsalter der Teilnehmer ist um die 50. Auch die Veranstalter haben mir bestätigt, dass auf dem Treffen der Nachwuchs fehlt. Ich hoffe, ich kann mit meinem Video daran was ändern. Denn ich kann euch mit reinstem Gewissen dieses Treffen zu 100% empfehlen. Ein Wochenende voller Gaudi und monatelang was zu erzählen. Der Name Elefantentreffen geht übrigens auf die Ursprünge dieser Veranstaltung zurück. In den 1950er Jahren trafen sich die ersten winterharten Motorradfahrer in Stuttgart. Mit ihren Zündapp KS601 Gespannen, die auch grüne Elefanten genannt wurden, gründen sie dieses absolut verrückte Wintermotorradtreffen. Ein waschechter Engländer, über 4 Tage hergefahren mit seinem Gespann. So, meine Hütte ist abgebaut. Jetzt geht es dann gleich aber auf die Bikes. Ab nach Hause. Elefantentreffen war mega cool. Nächstes Jahr auf jeden Fall wieder am Start. Gibt es noch zum Sagen? Wetter war perfekt. War auf jeden Fall richtig lustig. Die Leute alle cool drauf. Alle vom gleichen Schlag hier. Jeder will seinen Spaß haben. Es gibt keinen Stress. Es ist einfach cool hier. Also ab aufs Bike. 300 Kilometer. Nach Hause bei Minusgraden. Los geht's! Gegen 12 Uhr Mittag treten wir bei minus 4 Grad die eiskalte Heimreise an. Doch es gibt ein gutes Gefühl, dass man hier auf den Straßen und auch später auf der Autobahn immer wieder andere verrückte Gleichgesinnte überholt. Das einzigste, was natürlich gleich wieder zu Anfang die Grätsche gemacht hat, war meine GoPro. Zu Hause angekommen. Gerade einen Tankstopp gemacht, ansonsten bin ich jetzt voll durchgefahren. Mir ist kalt, ich glaube meine Kerntemperatur ist auf unter 30 Grad gefallen. Also Respekt an alle, die da eine noch weitere Anreise haben. Das war ein Höllenritt, hey. Minus 4 Grad bin ich losgefahren. Dann maximal so um die 0 Grad hier. Mich friert's, Wahnsinn. Aber geile Action war das. Elefantentreffen nächstes Jahr, ich bin wieder am Start. So, das war's. Lasst mir wie immer gern ein Abo da und schaut auch noch meine anderen Filme auf YouTube.